Yeah. That body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. No, 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 no. She messed with the temperature. Horrible. So Leute, hier sind wir wieder am Start bei Destiny 2 und zwar, ihr seht es, ich habe mich noch ganz fleck bewegt von der letzten Folge, weil ich die Folge, also die fünfte Folge direkt nach der vierten Folge aufnehme. Jo. Und zwar, wir gucken jetzt erstmal, was wir machen müssen, damit wir irgendwie bis, halt dein Maul, Defrin, damit wir wissen, was wir machen. Komm, wir machen mal diesen öffentlichen Event, dann mache ich halt die Folge 25 Minuten oder so. Von mir aus, nur für euch, wenn ihr es unbedingt sehen wollt, oder ich wollte. Also ich finde es immer noch scheiße, dass es keine Sparrows gibt. Ich bin richtig enttäuscht. Wo, ach so, ist da hinten, ne? Ah, ich weiß, wo es ist, okay. Es beginnt jetzt in 30 Sekunden oder so, deswegen würde ich mich sehr gern beeilen. Hochrangiges Ziel in der Nähe. Ja, will ich das wissen? Will ich ihn umbringen? Nee, eigentlich nicht. Da war schon wieder so ein Häschen. Ich habe bei Destiny 1 noch nie ein Tier gesehen. Noch nie. Was ist los mit diesem Spiel? Egal. Naja. Sollte eigentlich gleich beginnen. Wenn es nicht schon begonnen hat, aber ich glaube nicht. Genau. Äther-Nachschub. Beginnt genau jetzt. Bin mir da gerade gar nicht sicher, was wir hier machen. Tun so, als gehört der ganze Laden ihnen. Ja. Vernichte den Servitor, dann verhungern sie. Ja, mein Problem ist gerade, ich will das eigentlich auf Prestige machen, aber ich habe keinen Plan wie. Moment, mach mal kurz so. Oh, fick dich. Kann sein, dass ich alleine bin. Das kann schon sein, ne? What? Was ist jetzt passiert? Egal. Ich weiß, dass er mich teleportiert, aber what the fuck? So, jetzt so. Wo bist du? Da. Ja, sterbe bitte. Es gibt ja nicht diese Mistgeburten, die ihn schützen. Deswegen, ja. Ja, komm. Lol, wieso bist du tot? Ja, komm, komm, komm. Jetzt, du lebst. Machen wir mal so. So. Ich weiß nicht mal, ob wir das wirklich schaffen, aber wir sind schon über die Hälfte, deswegen. Ich glaube an uns. Oh, der ist schon wieder immun. Meine Fresse, Alter. Ja, komm. Machen wir mal so. Und er ist tot. Machen wir mal so. Also ich bräuchte jetzt meine Suppe, dann ist er die eigentlich direkt tot. Dann ist er eigentlich recht schnell tot, kann man sagen. Moment, machen wir mal kurz so. Wiederbeleben den Spasti hier. Dann habe ich, glaube ich, die Suppe schon. Ja, ich habe die Suppe. Moment, jetzt habe ich sie. Okay, also, er hat sie schon eingesetzt. So geht's auch. Yay, und was bekommen wir? Wir haben den Servitor erledigt. Auf diese Lieferung waren sie angewiesen. Gut gemacht. Nice, ein Dings. Okay. Oh, nice. Nice. Habe ich noch irgendwas Gescheites?
55, 56. Okay, das kann man wegschmeißen. Ja, das wäre gar nicht mal so schlecht, ne? Da habe ich schon was gescheit. Ja, da kann ich eigentlich alles wegschmeißen, was scheiße ist. Also das will ich behalten. Das kann ich wegschmeißen. Das kann ich wegschmeißen. Ein Scout-Gewehr. Das wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht, aber das kann ich wegschmeißen. Das kläre ich wann anders. Das kann ich wegschmeißen. Okay. Dann konzentrieren wir uns mal auf die Story. Das wäre nicht schlecht, glaube ich. Und zwar, wo müssen wir hin? Jungs! Meine Fresse! Also, Moment mal. Also, ich habe doch irgendwas gehört. Dann stelle ich mich kurz dahin. So, jetzt. Ziele. Was habe ich denn für Ziele? Ich muss auf Titan. Das ist, glaube ich, Venus, ne? Nee, das ist Venus. Was ist das für ein Planet? Ach, keine Ahnung. Wir gehen jetzt einfach dahin. Entschuldigung. Herzam. Naja. Ja, ein bisschen Ladescreens. Ich habe in der letzten Folge so ein Thema angesprochen, und zwar mehr Abos und mehr Klicks. Ich glaube, sehr, sehr viele Menschen oder sehr, sehr viele Zuschauer sehen das irgendwie als negative Sache, wenn ein YouTuber sagt, ich bekomme mehr Klicks, deswegen finde ich es toll, deswegen mache ich damit weiter. Irgendwie sehen das manche als negative Sache. Dann können wir sie alle retten. Und die Stadt zurückerobern. Warte, ich rede jetzt aber nicht wegen den Ghost. Okay. Ihr müsst es anders sehen. Es ist so, wenn ein YouTuber mehr Klicks bekommt, jetzt in dem Fall ich, weil ich klein bin. Oh, Cutscene, Entschuldigung, Moment. Güterschiff 723 ist im Anflug. Wir haben euer Signal erhalten und sind kampfbereit. Güterschiff, Zavala hier. Es ist zu spät. Die Schar hat Titan überrannt. Es war ein Fehler, uns hierher zu bringen. So, jetzt. Und zwar, wie gesagt, ich sehe das als eine schlechte Sache, aber ihr müsst es so sehen. Wenn der YouTuber mehr Klicks bekommt, sieht er kriegt mehr Aufmerksamkeit und er sieht, mit dem, was er macht, kann er mehr erreichen. Heißt, er wird sich wahrscheinlich mehr anstrengen. Ich streng mich, egal, wie viele Klicks ich bekomme, an. Das ist klar, weil... Am Anfang bekomme ich nicht so viele Klicks wie sonst. Nein, wir haben schon zu viele lichtlose Hüter an die Schar verloren. Wir können diesen Mond nicht sichern. Okay. Wir haben unser Licht zurück. Und unmöglich. Ja. Commander, es ist halt so. Ich kann das jetzt nicht anders beschreiben. Jetzt irgendwie die Ghost, der lenkt mich irgendwie ab. Entschuldigung. Eine Flotte muss ausgestattet, Hüter bewaffnet werden und es gilt jede Menge abgefangene Übertragungen der Rotlegion. Okay. Es ist ungemein wichtig, dass wir Zugang zur Kommandozentrale der Station erlangen. Da kommst du. Ja, auf jeden Fall, es ist keine schlechte Sache. Ihr müsst es irgendwie anders sehen, ne? Wollte ich mal so erwähnt haben. Dann zeig es der Schar. Und Hüter, bitte, sei vorsichtig. Okay. Was bist du? Kann ich das irgendwie. Hetzer. Die Schar, sag ich. Ah, es gibt doch ein paar andere. Was finde ich gut. Moment mal. Wo muss ich lang? Es explodiert wahrscheinlich, oder? Ja. Oh ne, nee. Alles gut. Hä? Achso, ich muss da oben hin. Hab das jetzt nicht gemerkt. So, das machen wir kaputt. Was war das hier? Die Titanstädte aus dem goldenen Zeitalter waren einst der Stolz der Menschheit. Wir dachten, sie seien verlassen. Aber ich war ein Narr zu denken, die Schar würde sich nicht so weit ausbreiten. Okay. Ja, die Schar, warum ist die Schar hier? War die nicht auf dem Mond oder so? Ich hab da ein ganz mieses Gefühl. Eigentlich war sie auf dem Mond. Und dann kam sie halt auf der Erde. Oh, Leibeigene. Geil. Ich finde das immer so... fucking behindert, wenn diese Leibeigenen in Schwärme kommen einfach. Das ist einfach so richtig hart behindert.
Einen kleinen Moment bitte. Mir ist gerade was aufgefallen und zwar hier. Ich kann da was aktivieren, glaube ich, oder? Oder? Genau. Unterdrückungsgranate. Katapultschweben. Ich mach mal. Bis da kommt. Ich weiß nicht, was das ist, aber mach das einfach mal. So, lass uns weitergehen. Ich wollte eigentlich gerade diesen stärkeren Schlag ausnutzen, aber irgendwie ging das gerade nicht. Hä, wo lang, Alter? Hier. Ja, ja, halt dein Maul. Ich weiche jetzt einfach aus, weil ich keinen Bock auf die habe, okay? So, jetzt. Ja, als ob da keiner gestorben ist von denen, Alter. Verarschen. Alles klar. Irgendwie sind die lästiger als bei Destiny 1. Bei Destiny 1 waren sie schon lästig genug. Okay, Sloan. Wir sehen das Kontrollzentrum. Okay. Und auf welchem... Ja, okay. Und auf welchem Planeten sind jetzt, ist jetzt eigentlich der Turm, wenn ich fragen darf? Also es gibt ja, jetzt einen neuen Turm, ja, das weiß ich ja. Oh, die ist schon cool aus. Es gibt ja einen neuen Turm, das wurde ja schon bekannt gegeben und es sind schon viele drauf. Aber ich kann ja noch nicht drauf, weil ich die Story auch nicht durchgespielt habe. Und wo, auf welchem Planet ist es? Ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben. Das ist ja kein Spoiler dann, das ist eigentlich an sich nur eine Frage, die ich gestellt habe. Okay, wo müsste ich hin? Da drauf? Darunter? Ja, anscheinend. Ja, komm, stirb. Alter. Entschuldigung. Ich bin erkältet, habe ich gesagt. So. So, jetzt, du bist tot und da ist wahrscheinlich einer um die Ecke, oder? Ah, schon wieder Leibeigene. Fick dich. Maul. 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 Also, für sowas ist ein Pulsgewehr... Scheiße, ich bin behindert. Geil! Weißt du, nee, fick dich. Was soll die Scheiße? Ein Tod, 25 Kills, 9 präzise Kills. Ja, super. Mann, ist das ein Scheiß. Komm, lass uns runterspringen wieder. Ey, runterspringen, habe ich gesagt. Ja, komm. Also, ha. So, Multikill des Todes. Ich bräuchte bessere Waffen eigentlich. Du stirbst und du stirbst und du stirbst. Jetzt so. What? So. Jetzt frage ich mich, wo die Ritter sind und wie die ausschauen, weil bei Destiny 1 sahen sie ja auch ganz okay aus. Ich frage mich, ob die jetzt immer noch so ausschauen. Das könnte natürlich sein. Aber nachdem die auch geändert wurden. Das sind die explosiven Dinger, ne? Oh, hallo Ritter. So, haben wir die schon mal tot? What the fuck, was hat er für eine Waffe, Alter? Den kriege ich wohl hin, auch ohne Super zu töten, oder? Immer wieder geil. Ja, komm. I am on fire. I am on fire. Ich kriege jetzt schon den Strike, weil ich genauso anhöre wie die wahrscheinlich, ne? Genau. Ich kann genau so gut singen, Alter. Jetzt wahrscheinlich fucken sich übelst viele Leute ab in den Kommentaren. Du kannst nicht singen, Baba. Achso, ich muss da lang. Verdammt. Ich
Ich mag gar nicht daran denken, was für ein Schatzzauber das da hinten war. Da könnte uns Eris Morn helfen. Sie würde wissen, mit welchem Schatzzauber. Ja, wahrscheinlich. Niemand hat Eris oder Ikora oder Kate gesehen, seit die Stadt gefallen ist. Ich will Kate. Der kann nicht tot sein. Es kann nicht sein, dass er tot ist. Aber ich glaube nicht, dass er tot ist. Es kann nicht sein, dass er tot ist. Kate vor allem, Alter. Eris, weiß ich nicht. Es könnte natürlich sein. Was ist das? Was ist das? Ein Granatwerfer, oder wie? Oder was ist das, Mann? Moment. Powerwaffe, ne? Haben wir gesagt. Ja, ein Granatwerfer. Moment. Wie schaut der aus? Achso, also das ist ein normaler Granatwerfer. Das vorher war ein, ja. Ganz besonderer Granatwerfer. Ja, yeah, ich hab eine SMG, die stärker ist. Geil. Okay, Moment. Oh, 70. Ja, ist ein bisschen stärker halt, ne? Aber nur ein bisschen, ne? Ja, so die Anfangsphase ist immer so, was man immer was Stärkeres bekommt. Es ist immer einfach. Warte, was ist da unten? Ja, ein Schiff, das weiß ich. Okay. Von mir aus, wenn es sein muss. So, dann lass uns weiter. Halt dein Maul. Wo muss ich hin? Oder muss ich erstmal clearen? Ich box jetzt einfach alle tot. Wo bist du? Komm her, Manakoi. What the fuck? Verwirrt dich gerade. Scheiß drauf, Alter. Ich renne jetzt einfach durch. Wo muss ich hin? Ich scheiß jetzt mal auf die Leute da. Oder muss ich... Ich will die nicht umbringen. Es sind so viele. Dauert immer so 2000 Jahre gefühlt. Du stirbst erstmal so und dich töte ich jetzt mit einem Magazin, oder? Nee, mit 1,5. Ey, du bist... Ey, das ist aber echt krass geworden, wie die sich heilen, ne? Die haben sich früher nicht so voll geheilt. Ja. Okay. So, die Hammer schon mal tot. Die Hammer. Die Hammer. Die Fotze. Deswegen sage ich die. Das ist ja die Fotze. Aber es... Ja, komm. Au. Würdet ihr bitte mal... Aufhören. Mann. Meine Fresse. Mann, lästern. Räume die Brutstätte der Scharbeute zerstört. Ach so. Du musst die Dinger hier zerstören. Nice. Wenn es sein muss. So. Dann scheiße ich mir jetzt auch mal auf die ganzen Gegner. Beziehungsweise, also nicht ganz drauf, weil sonst sterbe ich, aber. Vor allem, wenn ein Ritter da ist. Also, für mich sind die gerade irgendwie neu. Ich finde die irgendwie krass, die neuen Ritter. Deswegen habe ich Respekt vor denen. Ja, komm. Ey, ich habe dich doch getroffen. Also, das Ding. Dann haben wir schon mal die da. Und ich glaube, es fehlt nur noch ein, oder? Dein Ernst? So, den haben wir schon mal. Ah, meine Fresse, du stirbst jetzt. Wo bist du? Da. Den haben wir. Den haben wir. Den haben wir. Und wo ist der andere? Da. Den haben wir. Und da ist die Bubble da.
Und Summer, oder? Haben das Nest beseitigt, sind auf dem Weg zum Kontrollzentrum. Ich bin auf dem Weg zum Kontrollzentrum. Sorgt für reine Luft. Wir kommen auf euer Signal. Darf ich jetzt bitte gehen? Ist ja ganz nett. Danke. Ja. Okay. Aber Leute, das wäre auch nett, wenn ihr mir hilft und so, ne? Ja. So. Weißt du, es gibt solche Leute, nicht wie mich, die dieses Spiel innerhalb eines Tages durchgespielt haben. Und dann gibt's sowas wie mich, die dieses Spiel genießen. Achso, da unten muss ich lang. Dieses Spiel genießen und nicht einen Tag dafür brauchen. Also ich sitze hier schon seit 2 Wochen, kann man sagen, oder 1,5. Und ich freue mich immer wieder auf das Spiel. Oh fuck, ich habe die falsche Taste gedrückt. Und ich freue mich immer wieder auf das Spiel, auch die Story zu spielen, weil die Story ist ja eigentlich das Hauptteil vom Spiel. Und ich verstehe diese Leute nicht, die es immer auf schnell machen wollen. Obwohl es irgendwie, ja, was, wieso? Erklärt mir das mal. Also wenn ihr so eine seid, dann könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben, wieso ihr das macht. Aber ja. Sonst kann ich das überhaupt nicht verstehen. Weicht es? Weicht sich gerade hier mir? Muss ich jetzt zurück oder wie? Hä? What the fuck? Oh, halt dein Maul. Dann jetzt bitte einfach weg hier. I am on fire. Kann man hier lang? Ja, kann man. Kann man hier raus, ist die Frage. Nein, kann man nicht. Also ist das eine, ist das eine Sackgasse? Nice. Ja, komm. Neues Ziel. Aua. Was habe ich denn? Ich sichere die Kommandozentrale. Ist doch gesichert. Hä, wo muss ich hin? Nach oben oder wie? Glaube schon, ja. Schaut so aus zumindest. Ja, schaut so aus. Machen wir einmal so jetzt. Ja, komm, spring runter, du und so. Ja, du stirbst jetzt und du stirbst jetzt. Und nachdem die Mission jetzt dann sowieso vorbei ist, habe ich jetzt die Super benutzt. Aber ich bereue es jetzt wahrscheinlich. Mal wieder. Weil ich benutze immer im falschen Moment ein. So, du stirbst jetzt am Aquarium. Machen wir mal so. Upsala, das war jetzt ein bisschen gefailt. Ich will die Waffe irgendwie benutzen, aber irgendwie ist sie auch unmöglich zu benutzen. Ich weiß nicht. Da finde ich einen Raketenwerfer besser. Wenigstens weiß ich, wo die Granate oder wo die Rakete explodiert. Ja, komm. Und schon sollte es eigentlich sicher sein, außer... Commander, erledigt. Da ist doch noch einer. Oder zwei. Neues Ziel. Was ist ein neues... Ah, aua, das war mein Mikrofon und meine Hand. Trifft dich mit Zavala. Nice. Entschuldigung für den Stoß gerade. Ja, komm, geh auf. Genau. Naja. Also ich hoffe, das ist für euch unterhalten genug. Wenn nicht, dann sagt mir das gerne. Ich nehme Kritik sehr gerne an. Vor allem bei sowas, weil ich nie weiß, was ich machen soll und wie ich es machen soll, weil irgendwie jeder verschiedene Geschmacksrichtungen hat, kann man sagen. Jeder mag das anders. Der eine mag das so und der andere mag das so und jetzt cutscene ich halt meine Fresse.
Ich wollte es nicht glauben. Wenn das Licht wieder zu dir gefunden hat, gibt es vielleicht Hoffnung für uns. Unsere Streitkräfte schwinden weiter. Wir können uns und die Überlebenden nicht länger schützen. Und ohne das Licht sind wir dann überhaupt noch Hüter. Commander! Ohne Generatoren halten wir nicht durch. Wellenenergiewandler liefern den Strom, aber dank der Schar bedürfen sie einer Wartung. Wir kümmern uns drum. Ja, das dachte ich mir. So, Cutscene zu Ende. Ich sehe, wir sind bei 26 Minuten. An der Stelle würde ich eigentlich auch die Folge beenden, oder es kommt nochmal die Cutscene, dann schauen wir die uns noch an. Ich sehe kurz nach dem Ladescreen, aber dann, wenn es irgendwie nur Spiel ist, dann beende ich die Folge, wie gesagt. Ja. Spiel? Beheilst du dich bitte? Ja. So, okay. Wir sind noch im Spiel. Heißt, ich beende ab hier die Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns auf... Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Also, bei mir ist es bis gleich. Aber auf jeden Fall, haut da rein, Leute. Und ciao, ciao.